Sports. It's in the game. Jo, meine Freunde, was geht ab und herzliches Willkommen zur neuen Folge von Breaking Point. Und zwar, ja, starten wir in Kapitel 1. Letztens haben wir dank ein sensationelles Rennen in die Formel 1, den Sprung von der Formel 2 in die Formel 1 geschafft. Und ja, ins erste Szenario springen wir jetzt mal rein in So, das hatten wir letztens schon. Hier, wie gesagt, haben wir dieses Twitter. Aber wir gehen jetzt direkt weiter ins Renngeschehen. Während dem Rennen, jetzt starten wir in dem ersten Szenario. Ich bin ziemlich gespannt. So, Leute. Hier sind wir im ersten Szenario in Kapitel 1 drin, Grand Prix von Australien. Noch 9 Runden zu gehen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt mal an Kasper dranfahren. Das ist, denke ich mal, eine machbare Challenge. So. Boah. Sind wir hier an Ricardo dran, der noch bei Renault fährt. Die haben auch teilweise die alten Designs übernommen, was ich ziemlich feiere, weil das ist echt genial gemacht. Auch so mit diesem Gedanken, dass Renault auch noch natürlich letztes Jahr noch dabei war und auch teilweise die Fahrer natürlich wieder zu den anderen Teams gegeben. Ist genial, wirklich. Also, hier ein bisschen über den Kopf drüber, aber wir sind in Schlagdistanz hier ganz, ganz nah an Ricardo dran. Also wir können mal den Overtake-Button ein bisschen außen nutzen. Da kennt ihr es? Okay. Ah, doch jetzt. Ja, so spät. Okay. Okay. Sola. Hier geht's an Ricardo dran und wieder vorbei. Und hier ist schon Russell und davor ist schon unser Teamkollege. Kasper Ackermann. Und da glaube ich, wird's jetzt ein bisschen eng. Wir sind schon an Russell dran. Der ist aber langsam. Aber ja, ich meine, wir sind der pinke Mercedes. Also da muss auf jeden Fall, Zeit drin liegen. So, oh mein Gott, und wie wir hier rauskommen aus der letzten Kurve. Perfekt. Und wir sind in Schlagdistanz zu Ackermann. Das ist auch unser Ziel, den zu überholen, da dran zu kommen. Der erste Kurve. Ja, das Handling, ich habe es immer noch nicht drin. Trotzdem kommen wir hier ziemlich gut dran. Battle ist jetzt noch vor uns, okay. Ich dachte schon, das wäre mir ein bisschen zu schnell gegangen. Dankeschön. Hier bei Alfa Romeo, da damals glaube ich war er ein Toro Rosso Rookie, also jetzt fährt er bei Alfa. Wir kommen hier schön im Windschatten dran und auch schön an ihm vorbei. Also bisschen zu weit über die Abweiser und da sind wir direkt im Gras. So, bisschen raus zum Rausbeschleunigen hier und 1,9 Sekunden sind wir von Ackermann weg und dann können wir das erste Mal im ersten Rennen unseren Teamkollegen angreifen, der ja anscheinend viel erfahren ist und natürlich auch viel besser. Trotzdem, so viel schneller ist er jetzt nicht wie wir, wenn ich nicht immer ins Gras fahren würde. Die Scheitelpunkte sind ein Wahnsinn. Und jetzt kommt die Videosequenz. Zolla, wir sind zwar hier, ja genau, es geht aus der... Jetzt mit der ganzen... Oh ja. Boah, schau dich diese Filmszene an, mega. Ackermann hat 54. Oh mein Gott, Alter, Kasper hier mit einem fetten Rutscher. Kasper ist nicht so wichtig. Wir müssen verteidigen. Schon okay, ich schaff das. Oh mein Gott, nein, das geht sich nicht aus. 3 in eine Kurve, das kann ich. Nein. Und Ackermann muss dran glauben. Jo, das ist nicht so gut. Geht's ihm gut? Chef. Weg natürlich ist sein Rennen jetzt durch, aber wir müssen uns jetzt wieder Devin Butler holen. Also, ja, ich will natürlich nicht. Das glaube ich auch, Heiko. Das Manöver von Butler kam zwar spät, aber bei Teamkollegen sollte es keinen Kontakt. Naja, was soll er denn machen? Soll er den anderen berühren? Und Aiden Jackson wird auch nicht gerade. Das wahrscheinlich nicht. So hat er sich nämlich sein Formel 1. 89 fahren wir. Okay. Jetzt geht's dann wieder rein. Da raucht's. Unterboden ist er wahrscheinlich wieder. Das Auto ist okay. Wir haben jetzt Runden. 6 Runden, um ja das Rennen zu beenden und natürlich die meistmöglichen Punkte zu holen. Aber vor allem müssen wir natürlich Devin Butler wieder überholen. Also das ist natürlich die Ehre wieder zurückholen.
Norris ist auch hier ganz, ganz nah dran. Das heißt, wir könnten uns gleich beide noch holen vor dem Ende. Besser aus der Kurve rauskommen, auf jeden Fall. Und jetzt mal den Overtake-Button hier. Zack, und nimm das, du kleiner Go. So. Wieder die erste Kurve. So, jetzt mal an das Heck von Norris uns dran arbeiten. Oh, das ging schneller als wir glaubten. Hier sind wir. Boah, da kommen wir auch viel besser raus als Norris. Die haben noch das Design sogar vom letzten Jahr mit diesen Muskeln. Sollna. Und so sind wir jetzt 10. Nein, 9. sogar. Das sind 2 Punkte. Ich würde mal sagen, Albon könnte sich noch rausgehen, weil die KI echt schlecht eingestellt ist. Ja, die Kurve viel besser. Und jetzt sind wir ganz, ganz nah hier auch an Albon dran. Ich finde es auch cool, dass sie den wieder eingebaut haben. Das ist ziemlich... Auch alle anderen, das komplette Fahrerfeld vom letzten Jahr... Aber mich interessiert, wen sie replaced haben. Also gucken wir mal. Hamilton fährt auch Williams für... Wem haben sie bei Alfa Romeo replaced? Kimi Räikkönen. Bei Renault, bei... Wo fährt... also unser Teamkollege. Bei uns haben sie das ganze Team replaced. Okay, das ist... Okay, passt. Das ist natürlich... Kevin Magnussen auch hier noch. Das ist ziemlich cool. Also wirklich, dass sie da alle übernommen haben. Ist ne genial. So, weiter geht's. So, jetzt der ganz, ganz nahe Albon. Lila im zweiten Sektor. Perfekt. Ach, das, die Lenkung von dem Game ist einfach shit. Sind wir ganz nah hier an Albon dran. Den Overtake-Button noch einmal benutzen. Und da gehen wir vorbei. In der vorletzten Kurve. Gasly ist auch ganz nah hier. So. DS gibt es sogar. Und auch den Windschatten. Und auch noch ein bisschen ERS. Das sollte die schnellste ran. Nicht. Das ist sie nicht, okay. Aber jetzt bekommen wir nochmal DS. Also ich glaube, jetzt könnten wir die schnellste Rennrunde schaffen. So, hier gegen Gasly. Deck ab. Perfekt. Da bremsen wir ganz spät in die Kurve rein. Ein typischer Verstappen-Move, aber mit Wirkung. Jetzt glaube ich, das könnte es gewesen sein. Ich meine, wir sind 5 Sekunden von Leclerc weg und es sind nur noch 3 Runden. Also das, glaube ich, ist unsere Endposition. Perfekt. So, hier nochmal raus und... Obwohl, wir haben noch eine halbe Sekunde hier schon auf Leclerc aufgeholt. Der hängt anscheinend hinter Sainz fest. Und wir sind schon 2 Sekunden vom Gasly weg. Also die KI ist wirklich sehr langsam eingestellt. Da vorne sind sie schon. Das könnte noch was werden, denke ich mal. Also... Ja, wir müssen natürlich das Beste jetzt daraus machen, weil nach dem Rennen werden wir wahrscheinlich unsere ersten entweder Abmahnung oder Zusammenschiss bekommen. Ich bin mir da auf jeden Fall sicher, nach dem Crash, da wird es auf jeden Fall heiß hergehen. Nochmal eine Zehntel schneller. Wir fahren hier persönliche Bestzeiten en masse und kommen hier aber verdammt nah an Leclerc dran und auch an Sainz. Die beiden fahren da echt langsam hintereinander. Okay, ich denke mal, Sainz wird da... den Ferrari auf, obwohl der Ferrari war jetzt letztes Jahr auch nicht so das starke Auto. Es könnte darauf rauskommen, dass wir beide noch holen. Der 5. Platz nach so einem Crash, glaube ich, würde mal unseren Chef zufriedenstellen, denke ich mal. Das, so, oh, da kommen wir echt mit einem fetten Quersteher raus. Aber das reicht trotzdem, dass wir hier ganz, ganz nah unter einer Sekunde an Leclerc dran sind.
Und auch an Sans, die hier... Ja, ist auch ein bisschen cool, weil die zwei sind jetzt Teamkollegen. Und hier fahren sie einfach noch bei den verschiedenen Teams, aber trotzdem schon hintereinander. Ja, das ist ein cooler Funfact. Ich merke auch, das ist eine sehr gute Runde. Wie gut wir da rausgekommen sind. Ich glaube, Leclerc könnten wir uns am Ende von dieser Geraden holen. Ja. Ja, perfekt. Und jetzt sind wir auch an Sainz dran. In die letzte Kurve rein. Dann müssen wir zwar von der Ideallinie ab, aber... Ich glaube, ach, das geht sich nicht aus, dass wir die jetzt bekommen, oder? Doch. Perfekt, Leute. Und das könnte auch die schnellste Rennrunde werden. Oh, 3000stel sind wir langsam als unsere Bestzeit. Okay, und jetzt sind wir in der vorletzten Runde. Hier wieder. Quirt ist auch in Schlagdistanz. Alter, was da los jetzt? Also jetzt geht aber ordentlich was ab. Aber dann, glaube ich, wäre Schluss. Also Quirt wäre noch das Maximum heute. Wenn wir jetzt noch Vierter werden würden. Also das wäre schon ein Wahnsinn. Aber ich glaube, die 20 Sekunden auf Bottas werden wir nicht aufholen können. In zwei Runden. Da müsste die KI schon auf Null sein. Ja, da war das Gras drunter. Boah, das wird knapp. Das wird verdammt knapp. Aber wir könnten es echt schaffen, hier noch an Quirt dran zu kommen. Und das wäre... Den Overtake-Button heben wir uns hier mal ein bisschen auf. Für die eine Gerade noch, wo es noch DRS gibt. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall drankommen. So, hier im Windschatten an Quirt dran. Ein bisschen den Overtake-Button benutzen. Und hier sind wir ganz nah an seinem Heck dran. Ja, und wir kommen auch besser raus. Hier nehmen wir gleich den Overtake-Button. Schauen wir, wie wir uns hier dran saugen. Aber es geht sich nicht aus. Er verteidigt hier einfach zu gut. Und bevor dann ein russischer Move kommt, doch, jetzt reicht's. Wir kommen hier noch an Quirt vorbei, sichern uns den vierten Platz. Was ist das denn bitte für eine Story? Nach dem Crash mit unseren eigenen Teamkollegen holen wir uns hier einfach noch den vierten Platz im Rennen in Australien. Das ist ein Happy End, würde ich mal sagen. Das ist auf jeden Fall ein Happy End. Raus geht's. Und, boah. Wir sind zwar einerseits im Ziel und werden hier Vierter, was ich echt nicht gedacht habe, aber ich will auf jeden Fall die Besprechung jetzt nicht... Ich würde noch ein paar Runden länger fahren, also die Besprechung wird wahrscheinlich nicht so schön. Toto kann sich natürlich freuen. Hamilton gewinnt wieder das Rennen, war eh klar. Die Mercedes einfach unschlagbar noch. Aber ich warte mal, bis der anklärende Patch kommt. Dann wird es ziemlich interessant zu sehen, wem sie dann auf 1 und 2 und 3 und so weiter geben. Ich würde mal sagen, Topspeed-mäßig sind die Red Bull schon jetzt das stärkere Team. Aber ob Mercedes dann überhaupt noch auf 2 bleibt, ist eine andere Frage. Und Kasper jetzt schon richtig mad. Kasper verdammt aggressiv und das hat man auch schon gesehen. Hat über Punkte geholt. Wir schaffen es nur knapp nicht aufs Podium. Aber die brauchen wir nicht. Also das Podium, das ist eh unnötig. Wir schaffen, haben es eh nicht drauf geschafft. So, oh mein Gott. Jetzt wird's interessant. Drücken wir mal auf Weiter. Oh nein. Jetzt kommen wir hier ins Fahrerlager. Kasper. Oh, und guck dich mal an, wie Kasper. Keine Ahnung, was da passiert ist. Guck dich mal an, wie mad Kasper ist. Wessen Schuld denn? Wie alt der Junge schon ist. Wer war der Idiot in deinem Auto? Erbärmlich. Gib's nicht mal zu, wenn du einen Fehler machst. Ich? Was machst du überhaupt hier? Och, Butler. Oh, Butler. Devin, ich hab dich nicht gesehen. Oh, meinst du, vorhin auf der Strecke? Ich wäre fast rausgeflogen. Hey, keine Ahnung. Er ist einfach immer noch genauso ein Assi wie damals. Ich bin ausgewichen und Kasper war aus dem Rennen. Hey, ich hatte damit nichts zu tun. Was auch immer da passiert ist, war dein Werk. Gib nicht anderen die Schuld nur, weil du es noch nicht drauf hast. Verzeihung, wir sind gleich bei Ihnen. Ja, kein Ding.
Also ich glaube, das war ein... Ach, ist Claire schon wieder. Die sieht man jetzt auch immer öfters in der Karriere. Sich etwas von dem, was also in der Story. Der Sie hatten sich nach ihrem Aufstieg aus der Formel 2 ja schnell eingelebt. Was raten Sie Jackson in seiner ersten Saison? Naja, ihr nicht in die Quere zu kommen. Er fährt ihrem blinzierten Platz und dann ist er noch eigenen Teamkollegen nicht nochmal aus dem Rennen werfen. Einen Moment noch. Wir testen kurz die Lautstärke. Okay. Ehrlich, Kaspar fragt sich wohl gerade, was Racing Point sich nur dabei gedacht hat. Alles klar, was bist danke du denn für eine? Ja. Sie lacht die anderen Fahrer aus. Ich hätte da schon ein paar andere Gedanken im Kopf, okay, alles klar. Ich meine, was war das für ein Zwischenfall gerade eben? Ich meine, da kochen gerade alle Gefühle hoch. Und wir gucken nochmal kurz auf Social Media, weil ich hier jetzt wieder... Hier haben wir so Into the Barrier. Das ist auch ein YouTube... Ach nein. Gucken wir hier ein bisschen weiter. Wir müssen reden. Geht's dir gut? Die haben wir sogar Dave Gaming. Wie gern wäre ich bei der Besprechung von Racing Point. Ich hatte alles unter Kontrolle und dann... Lass uns nicht jetzt darüber diskutieren. Das kann bis zum ja. Ja, okay. Ich meinte eigentlich deine kleine Begegnung mit Kaspar und Butler im Fahrerlager. Oh, wow. Hat sich schnell rumgesprochen. Die Fahrer reden viel, Aiden. Und ich hab Ohren wie los. Ja. Also, Butler ist ein Clown. Sein Ego ist größer sein können. Als... Naja, mir fällt sein können. Nicht ein. Ignoriere ihn einfach. Danke, Brian. Kaspar ist was anderes. Er ist zwar manchmal ein bisschen reizbar, vor allem nach einem Rennen, aber ihr müsst auf jeden zusammenarbeiten. Fall. Dieses Manöver heute... War nicht meine Schuld, Brian. Hat uns Punkte gekostet. Ich will ehrlich sein, viele im Team sind enttäuscht. Das kann ich mir vorstellen. Und Kaspar werde ich dasselbe sagen. Also lern was daraus und komm drüber hinweg, damit das nicht nochmal passiert. Wir sehen uns okay. bei der Besprechung. Oh, wie gern wäre ich bei der Besprechung von Racing Point nach dem Vorfall mit Jackson und Ackerman dabei gewesen. Super peinlich. Ja, auch Dave Gaming im Game, Acker My Man. Ich finde das ziemlich cool mit Social Media. Wir werden auf jeden Fall, Otmar Safner und so weiter, wir werden auf jeden Fall am Montag oder Dienstag werden wir wieder weitermachen hier in unserer My Team Karriere. Kommt später gern vorbei. In unserer My Team Karriere, Blödsinn. Hier in unserer Breaking Point Karriere. Ich freue mich immer wieder. Abonniert den Channel gern kostenlos. Lasst gerne nämlich einen oben. Dann schaut auch gerne unbedingt auf TikTok und auf Twitter und auf Instagram vorbei. Links sind alle unten in der Bio. Wir reacten später noch und auch die Mega Season geht weiter. Also habt ein Auge drauf. Abonniert den Channel gern. Bis dahin. Danke fürs Zugucken und ciao. I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline.